Bitte nie! Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Gitter San Andreas, Ausgabe Nummer 22. Ja, wir machen weiter hier in den Vororten von San Ferro. Wir haben es jetzt fast geschafft. Wir haben jetzt fast alle Missionsstränge von Angel Pine quasi geschafft, oder fast alle Missionen. Ich glaube, ich habe es in Ausgabe 21 oder so gesagt. Oder ach Quatsch, ist ja gerade die 21. Nein, ist die 22. Ausgabe. Boah, laber ich eine Scheiße immer wieder. Ich habe es einigen der vorigen Folgen erwähnt, dass das hier für mich der Angel Pine Missionsstrang ist, den wir machen. Also die ganzen Banküberfälle mit Catalina und so weiter. Und jetzt ist die Zeit reingekommen, dass wir uns mit The Truth wieder auseinandersetzen, denn wir sollen jetzt zu dem auf sein Feld fahren, denn jetzt kommt eine Mission, die ich wahrscheinlich ein paar Mal versauen werde. Und zwar am Ende hin. Wir müssen nämlich am Ende der Mission, die jetzt kommt, denke ich, einen Hubschrauber vom Himmel runterholen am Ende. Und da bin ich meistens nicht so gut drin. Aber schauen wir mal. Bei The Truth werden wir auf jeden Fall noch mal abspeichern. Der Feld hat nämlich eine Speicher-CD weiter vorne am, am Dings. Und ja, mal gucken, wie ich mich da anstellen werde. Ich werde hier schick technisch in späteren Missionen definitiv mich noch ein bisschen bescheuert anstellen. Da könnt ihr euch nur verlassen. Haut euch was zu lachen, Leute. Mensch. So, hier haben wir nochmal einen Speicherpunkt. Da haben wir uns ein Häuschen gekauft hier, ne? Aber wir wollen ja zu The Truth. Haben wir hier eine Garage? Da ist auch eine Garage. Kick an. Hätten wir gehen, dann können wir weiter ein Häuschen kaufen brauchen. Ist die Garage weiter hinten versteckt? Na gut. Egal, wir haben es ja klintetechnisch, von daher drauf geschissen. Ah ja, hier ist das Polizeirevier. So, The Truth ist halt, wie gesagt, derjenige, mit dem wir jetzt die letzte Mission machen müssen. Ich muss mal gucken, wohin auch wir hin müssen. Alles klar, wir müssen abbiegen. Wir müssen hier lang, ne? Jawohl, da müssen wir lang. Hey, Walter White, hau mit dem Dings hier ab. Du hattest deine Chance, du hast sie versaut. Jetzt sind wir dran. Und wir versauen es auch. So, Oma. Da hat die Drache. Oh, schätzweise, jetzt ist sie wieder weggespawnt, die Alte. Hat sie nochmal Schwein gehabt? Ja, da ist er weg. Schade, ich kennt jetzt runtergeschossen vom Tracker. War mir ja gewesen. Hat sie nochmal Schwein gehabt, die Oma? Darfst du weiterhin ohne ihre Rente kassieren? Ah! Scheiße! Auf die Leitplanke her! Wollt ihr gerade schön? Durch die Pampa düsen, ey! Dann fahren wir hier lang. Da fährt Zug. Aber der ist wohl zwar nicht wichtig. Erst weil wir die dritte Stadt frei haben, macht dann wirklich Sinn, mit dem Eisen, mit dem Zug zu fahren. Der Weg nach The Truth doch ein bisschen länger als erwartet. Wahrscheinlich bin ich wohl irgendwo falsch gefahren. Aber egal. Ey, halt die Fresse. Da sind aber auch Gestalten unterwegs, ey. Jetzt müssen wir aber auf dem Weg zu ihm sein. Müssen wir gleich angekommen sein bei ihm. Da ist er. Aber mir war es, als hätte. Oh Mann, der Drecksverkehr, ey. War gerade schön in Fahrt gewesen. Der hatte gerade schon richtig schön Flow gehabt hier, ja.
Aber war so, dass er auch hier eine Speichermöglichkeit hatte? Ne, anscheinend nicht. Mal gucken, wo wir ihn haben. Weil nochmal fällt nicht den ganzen Weg hier. Okay, wir müssen uns jetzt erstmal das Haus da oben kaufen. Also zurück zur Straße. Und das Häuschen da oben in Besitz nehmen. Hatte ich ja fast schon gekauft, aber hatte keine Garage gehabt. In der letzten Episode, als ich den Bullet haben wollte. Halt mal, fahr ich falsch? Ist das ein scheiß Riesenumweg, Alter. Ich muss hier langfahren, das geht nicht anders. Und von da oben vom Haus aus können wir dann wenigstens runterspringen. Uff. Ah, das ist ein Blumenstrauß! Und ich will nicht schwimmen! Ich kann hier nicht schwimmen. Ach, ist ja. Ach, Mann! Aber ich dachte, das war jetzt ein großer Fluss. Da war aber so ein Flüsschen. Wenn man Schwein gehabt. Okay, wir hätten sowieso hier langfahren müssen, aber vielleicht können wir abkürzen. Das Häuschen da oben ist leider ein bisschen versteckt. Da kommt man nicht so gut ran. Ich hasse es. Manchmal sind die Wege in San Andreas doch ein bisschen bescheuert. Und das ist hier leider ein Umweg, den ich einfach tierisch zum Kotzen finde, um ehrlich zu sein. Ihr seht, man kommt hier nicht. Oh, nee, also. Also, wirklich gesagt, also ernsthaft, den Weg zu diesem Haus hinzufahren ist, der ist wirklich echt scheiße, Alter. Da haben sie echt total bescheuert ausgedacht. Muss ich echt zugeben, das ist einfach so. Ja? Dass du dieses Scheißhaus so beschissen schwer hochkommst, Alter. Meine Fresse, ey. Ich verliere schon mal viel zu viel Zeit jetzt hier. So. Scheißegal jetzt hier. Muss jetzt mal ein bisschen Wut kanalisieren hier. So, wir hätten einfach jetzt der scheiß Berg hier, die wäre, ja? Da hätten wir uns jetzt diesen richtig schönen großen Umweg sparen können. Ist einfach so. Ja, da ist so ein Fluss quasi in der Nähe und wir müssen so einen Riesen um mich fahren, wo dieses Scheißhaus hier auf so einem scheiß verfickt hohen Berg ist, Alter. Hätte ruhig den Fahrstuhl reinbauen können, die Penner hier. So, auf ein neues waren wir ja schon mal. So, und jetzt hier aber nochmal. Also, 100.000 für das Ding, Alter. So, na denn. Ihr speichert und jetzt geht's zu The Truth. Habt ihr denn noch Granaten bei? Aber natürlich. Die werden wir nicht gleich brauchen. Ui, oh. Es wäre ja zu schön gewesen, wenn es so einfach gehen würde, wa? Damit ist unser Fahrzeug auch wieder weg. Irgendwo stand noch zwei rum. Ich glaube, da wart ihr sehen hier. Hier standen irgendwo zwei Fahrzeuge rum. So komischer Pickup-Truck hier. Ist das viel außer Puste? Hat der schon mal Kondition verloren oder was ist hier los?
Oh, sehen wir jetzt ein Fahrzeug. Wir lassen uns eine Truth runterfahren. Dazu brauche ich jetzt ein Fahrzeug. Am besten jetzt, wo ich runterfallen kann. Hier. Natürlich! Warum sollte ich auch hier versuchen, ein Auto zu kriegen? Alter. Ey, das gibt's doch nicht! Die fahren gerade mal viel zu schnell, dass ich... Fuck you, Alter. Verpiss dich jetzt hier, Alter. Gibt's doch ja nicht. Jetzt bin ich richtig sauer. Aber hier, ey. Für ein scheiß Auto klauen, die Penner fahren. So schnell vorbei, dass ich näher komme hier. Alter, jetzt reicht's mir aber hier. Kann doch nicht sein, ey. Geht doch, warum nicht gleich so? Also runter jetzt schnell, aber hoch halt nicht, ne? Es gibt tatsächlich Elemente in GTA San Andreas, die mich wirklich tierisch aufregen. Ihr kriegt's gerade mit, ne? Ja, dann willst du gerade ein Auto klauen und dann rennt er hinterher und kommt hinter dem Auto nicht hinterher. Ja, und drehst dich um, es wird kein Auto mehr gespawnt. Also, das ist. So, ich muss gleich nochmal los, fällt mir gerade ein. I've got everything you need, Lone Traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Damn, man, there must be 2 tons of that stuff back there. 3 Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man, narcs. Fucking rat. Dude, don't put that on me. You don't want to deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Man. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Ja, ich hoffe es auch. Also, wir haben jetzt nicht viel Zeit, aber wir können zum Preis ein bisschen beschleunigen, denn ich habe ja Granaten dabei und die helfen schon mal ganz gut. Ja, alles ein bisschen zu beschleunigen. Ja. Mal gucken, wie viel wir schon hiervon kaputt kriegen. Ach, wird die ganz schnell. Zum Glück haben wir schon mal vorgesorgt hier. Weil das könnte ja doch ziemlich knapp werden. Aber wie man sieht, wir räumen hier richtig gut auf. Das Schwierige wird halt bloß gleich sein, den scheiß Hubschrauber runterzuholen mit dem Raketenwerfer. Und das geht deutlich schneller mit Granaten. Wie gesagt, wenn man das so spielt, wie ich es euch hier gezeigt habe, dann können wir problemlos in Bestzeit hier. Weil ich durfte jetzt die Granate nicht mit dem Flammenwerfer verlangen und fuck hier alles ab, das dauert viel zu lange. Jetzt bei den Schiffen gedacht, ich kann gerade eine Granate fallen lassen. Lang lebe die Macht des Geldes, um verdammt viele Granaten zu kaufen. Denkt mal, wie schön schnell das geht. Ja, scheiß auf den Flammenwerfer. Wir machen es mit Granaten, wie es sich hört, für einen ordentlichen Black Schoko-Jung hier. So, da haben wir noch eine Stelle hier. Wo ist er? Ah, da vorne. So. Problem ist, ihr könnt jetzt den Hubschrauber schon abschießen, aber dann fällt er genau auf den Mutterschiff und dann ist The Truth im Arsch. Und das war natürlich nicht. We got a chap on our
Ah. Alter Falter. Ich befürchte aber, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich entscheiden muss. Bin ich so scharf auf diesen komischen Van, dass ich den behalten will, dann muss ich mich jetzt an Vero quasi selbst umbringen und die Mission nochmal machen. Oder verzichte ich auf den Wagen und, weil ich glaube, den Wagen wirst du so im Spiel nicht nochmal wiedersehen. Ja. Aber irgendwie hat es ja auch Spaß gemacht, ne? Von daher. What you pull over for? You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah. Then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Hey Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you in Kendall at the hoch? I'll let y'all later. Alter Falter. What's with all aluminum for you, man? Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, oh, man. I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Man, we got 3 tons of grass on board. 3 Tonnen Gras, Alter. Wahnsinn. 15-year-old cooking oil. Shit. Can you shoot? Shoot. I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! Davon ist ein Fierro. Jesus, we screwed. When'd you get this? 1967. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most. But getting old. Yeah, whatever, man. You talking shit. Das Gespräch, ey, ist so herrlich. Hey, you want to hit on this? A little temple cherries and a cocktail with some Nepalese munga munga. Put that thing out, man. I can't see. Hey, mellow out, brother. It's good shit. Put it out, motherfucker. I'm warning you. Whoa, chill the fuck out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so... Der wird aber wirklich nie alt, ey. Don't drive when I'm fake. Oh man. Die Hippies, Alter. Die klären wirklich alles weg. Hat jemand drauf, der Bäume ist. Wenn es eigene Mutter ist, Alter. Ich habe jetzt auch entschieden, dass ich mir den Wagen auf jeden Fall in der Garage stellen möchte. Wir werden auf jeden Fall nochmal die Mission machen. Außer mir hat es so Spaß gemacht, hier mit den Granaten Marihuana kaputt zu kloppen. Halt zu früh. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Tut mir leid, Karl, aber du wirst leider gleich sterben. Und bevor ich die Mission beende, fahre ich erstmal den Wagen hier in die Garage und kill mich dann. Denn der Wagen wird damit tatsächlich gespeichert. Er wird nicht aus dem Spiel entfernt. Und da haben wir dauerhaft The Truth, sein Mothership hier. Ach halt, stopp. Wir waren schon richtig. Da ist der Bahnhof. Und wenn jetzt nämlich ranfällt, die Garage nehme ich auf. Nein. Ich muss jetzt leider töten müssen. Ups. Krieg mal an. Karl hält doch auch schon wieder aus. Das war's. So. Und das Schöne ist, wie gesagt, das Fahrzeug ist jetzt hier tatsächlich in der Garage gespeichert. Ich habe zwar wieder alles verloren, also diesmal ist es nicht so schlimm. Ich habe mich ja dafür freiwillig entschieden. Und wir werden mal kurz gucken. Wir werden mal zur Garage nach San Fierro fahren. Und dann werdet ihr sehen, der Mothership ist noch in der Garage drin. Und dann bleibt es auch. Wir müssen zwar jetzt die Mission wiederholen und hier die Kamera mitnehmen. Aber es ist hier weiter schlimm. Wenn man halt das Mothership von The Truth haben will,
in seiner Garage war. Er taucht im Spiel halt leider nicht mehr auf. Ja. Mal kurz überlegen. Hier müssen wir lang. Genau, hier ist es. Denkt mir eine Irre. Kribbelt in der Nase. Ganz schlecht. Also hier müssen wir. Ich hab den Marker falsch gesetzt, hier müssen wir hin. Und jetzt hier runter. Mal hier ist die Baustelle. Und dann ist auch hier die Garage. Ich zeige euch mal kurz. Da steht ein Mutterschiff. Und da bleibt es auch. Habe ich jetzt hier irgendwo was zum Speichern in der Nähe? Hier noch nicht. Aber hier. Wir fahren jetzt da am besten. Auf jeden Fall hier, erstmal hier hin. So. Und das Schöne ist, jetzt seit 4 Wochen haben wir später schon einige Nebenmissionen mehr. Wo wir auch so ein bisschen abseits vom Handlungsstrang uns ein bisschen beschäftigen können. Da freut mich schon sehr drauf. Die Fahrschule, die Autorennen, ne? Also die können wir schon mal so ein bisschen erledigen. Und jetzt muss ich einfach der Straße weiter folgen. Okay. Ah, ach, scheiße, ist da ein Dings in der Nähe? Ne, natürlich nicht. Ich sag jetzt völlig vergessen. Wir müssen erstmal Waffen besorgen. Weil, wie gesagt, mit dem Flammenwerfer mag ich das nicht. Fahren wir erstmal hier hin. Stimmt ja. Ich habe ja keine Handgranaten mehr. Ich habe ja durch den Selbstmord jetzt meine Waffen verloren. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Anderen Weg fahren. Jetzt geht's hier hoch, genau. Fahren wir hier lang. Natürlich der Nachteil, wenn man im Krankenhaus damit, dass man halt die ganzen Waffen alle verloren hat. Also müssen wir uns wieder neu entdecken. Aber ich mag halt das Mutterschiff von Dings. Vor allem, wie gesagt, es ist auch halt ein Fahrzeug. Du Penner, Alter, warum müsst ihr immer mitten im Weg fahren, Alter? Ich verstehe das einfach nicht. Hätte der Penner einfach nicht geradeaus weiterfahren können, hier runter? Nein, er muss mir fort Motorrad fahren. Drecksau. Ah, sei vorsichtig, die Waffe in der Hand haben, du Penner. Ich ist vom Auto runtergeschossen hier. Saftarsch. Und jetzt müssen wir links und dann rechts. Links. So, und jetzt direkt zum Ammunition. Speichern wir nochmal ab und dann fahren wir nach der Truth. Machen die Quark nochmal und diesmal beenden wir die Mission dann aber auch. Ich war überrascht, dass die Hubschrauber unter dem Kindwerfer so schnell ging. Normalerweise dachte ich, dass es immer ein bisschen schwerer war. Weil ich habe den gerne nochmal verfehlt. Ja. Und vorher kannst du nicht runterschießen, wie gesagt, weil das Ding nämlich genau auf den Truth sein Mutterschiff fällt. Und das halt mit explodiert. Aus Ammunition. Ja, wo ist es denn? Ach, hier, nebenan. Da. Auf der rechten Seite. Sag mal, dieser große Glatzkopf da. War nicht eigentlich schon immer so hässlich? Tatsächlich. Ja, da haben wir den klischeehaften Inzestbruder. So. Okay, los geht's. Ich entscheide mich für die mit Schalldämpfer, weil sie halt weniger Krach machen. Okay, wir müssen wieder ordentlich entdeckt mit Munition.
Und dann machen wir das nochmal. Gut, man verliert eine ganze Menge, wenn man diese Mission so spielt jetzt wie ich. Sag mal so, ja. Und, aber tut sich halt, wie ich finde, weil, wie gesagt, das Auto ist halt relativ selten. Und warum nicht auch das Ding in der Garage haben? Und hätte ich ja über 2000 Munition. So. Hier denken wir uns, wie gesagt, ordentlich ein, auch wenn es heute wieder ein bisschen länger dauert, ist egal. Oh, ich oh, scheiße. So, reicht. Ah, halt, ich war noch nicht fertig. Schrotflinten. I didn't sell you this, right? The choice of the professional. Wise choice, sir. Wise choice. Perfect for killing, pure and simple. So. Best not to mention where you got that, okay? 210 Schuss reichen für den Ding aus. Das nutze ich gar nicht so oft. Und wieder Granaten kaufen. Works well in a crowded area. Coming soon. Armor. Take it. Hold it. Love it. Auf jeden Fall. Ah, ist natürlich jetzt ziemlich zeitraubend hier gerade, was ich mache. Aber wie gesagt, für den Mutterschiff von The Truth ist es mir deutlich wert. Wise choice, sir. Wise choice. Perfect for killing. Pure and simple. Best not to mention where you got that, okay? Have fun. Na komm, 50 Stück noch. Ich will wieder 200 Granaten haben. Works well in a crowded area. Jetzt sind wir ja gleich durch. Schutzweste jedenfalls mitnehmen. Alles gut, ich werde die Cops nicht sagen. Keine Sorge. Ach, der wird dann ersetzt. Aber jetzt sind die, wer unbedingt brauche, weiß ich nicht, aber ich nehme mal 100 Schuss mit. So, damals hätten wir es erledigt. Ich spreche nochmal ab. Und ich spreche nochmal ab und dann machen wir die Mission nochmal. So, komm her. Zack. Und los geht's. Also auf nochmal nach, also nach The Truth. To the Truth. Also. To the Truth, genau. Wieder der Motorrad-Skill sich nach oben gestiegen. So liebe ich das. Das ist auch mal eine Stelle, wo wir später nochmal ein Rennen fahren müssen. Mehr oder weniger. Mal gucken, ob wir auch über die Schleichwege nach The Truth kommen. Also über diese komischen Sandwege hier. Wenn es mir dabei hilft, meine Motorrad-Skills nach oben zu schrauben, wird es auch später mit der Fahrschule deutlich leichter, denke ich mal. Aber mal schon ein Stück Abkürzweg finde. Alter. Okay, dann nochmal schöne Gras zerschießen hier. So. Er kümmert sich um den Quatsch da. Wofür schmeißt er die Granaten hin, Alter? Ah,
bitte, geht doch. Das war ein bisschen schneller als im ersten Versuch. Geht doch. Oh, pass auf, dass ich selber hier mit der Granate erwische. Oh, hier weiter. Oh shit. Jetzt habe ich beinahe selber gehabt. Was gemacht? Aha, ich trottel. Was? Die nächste Bombe killt mich. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Egal, wir werden trotzdem überleben. Oh herrlich, Granaten sind viel effektiver als dieser scheiß Flammenwerfer. Ah, da vorne sind noch welche. Tja, das wäre wahrscheinlich die vierte Tonne Gras gewesen, die wir mitgenommen hätten. Und das war's. Ah, doch noch nicht. Da ist immer noch was übrig, ihr seid verrückt. Ganz schön hart, denke ich, das Zeug. Ach, da ist es. Gut, jetzt auch noch mit der Truth reden. Ich glaube, ich habe es ja vorhin die Dings übersprungen. Die Zwischensequenz werden wir jetzt nicht machen. We got a chopper on our tail. We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker. Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. I was gonna make it into a lamp. Und welche nochmal? Ich treffe Hubschrauber, ne? Ey! Was soll das? Er hat doch vorne noch an dich betroffen, warum jetzt nicht? Ah, ist das scheiße, ich versau die Mission! Die haben so Flusslärm am Sack hier. Mann, warum hat die jetzt gerade nicht getroffen? Jetzt, so. Bitte nicht auf den Wissen, nicht auf den Truth fallen! Alter, Schwein gehabt. Ich dachte jetzt echt schon, das ist vorbei. Ja, ich hab beim ersten Mal geschafft. Hör auf zu brennen, Auto! Oh Gott, war das nicht explodiert? So, aber jetzt so. Theoretisch könnten wir uns jetzt auch ein zweites Mothership und ein drittes Mothership. Aber jetzt reicht. Und diesmal hat er das Dach geschlossen. Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit, can you shoot? Shoot, I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this. Man, ich fahr grad so schön schnell. One was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! Unser Wagen brennt jetzt leider doch schon so ziemlich. Ist auch kein Wunder, er hat ja auch vorher schon ein bisschen Feuer mitgenommen. Ich muss jetzt wirklich eigentlich sehr vorsichtig fahren. Ja, aber so wie war ich nach San Fierro, definitiv. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Jesus
We screwed. When'd you get this? 1967. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most. But getting old. Yeah, whatever, man. You talking shit. Ich glaube, die zweite Abfahrt hier vorne, die wartet, glaube ich. Oder wartet die Abfahrt? Nee, noch nicht. There she is, brother. San Piero, city of psychedelic wonders. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man, man. Okay, hier, jetzt die Abfahrt müssen wir nehmen. Where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Vorsichtig, Onkel Krischer, nicht, dass jetzt hier... Ja. Aber jetzt beenden wir die Mission, so wie gesagt. Jetzt wollen wir beenden hier. So. This is the place. Whoa, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. So. Ich würde es euch doch mal zeigen. Hier, bitteschön. Da steht das Mutterschiff. The Yay leaving San Piero, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. Diesmal nicht. Mittwoch und Samstag. Auf jeden Fall werden wir weiter versuchen, hier Big Smokes und dich zu versorgen. Arbeitet Video schon lange genug, jetzt nicht mehr. Oh, da fährt ja die berühmte San Francisco Bahn. Sehr schön. Ja, am Ende des Videos nochmal einen schönen Klassiker erlebt hier. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir sind in der zweiten Stadt des Spiels, in San Piero endlich angekommen. Waren ja nur 22 Episoden bisher. Und hier in San Piero werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Episoden erstmal so ein bisschen nebenbei mit Kram beschäftigen. Auf jeden Fall werden wir erstmal die Samariter-Mission machen, und zwar im Bereich Sanitäter. Also wir werden die Krankenwagen-Mission machen, dann sollten wir, glaube ich, unendliche Ausdauer haben oder so ähnlich. Weil wo Zeit, dass wir ehrlich machen. Und irgendwann kommt den Aufteil der Missionsstrang, dass wir eine Fahrschule besuchen müssen, dann machen wir erstmal die Fahrschule definitiv. Ne? Also und dann schauen wir uns mal so ein bisschen, ob wir noch so nebenbei machen kann in San Piero. Einige ist wieder freigeschalten. Wir haben, glaube ich, auch neue Läden mit Klamotten, glaube ich. Die werden wir uns mal angucken. Also wir jetzt erstmal in San Piero so ein bisschen umschauen und mal gucken, was hier uns so weiter erwartet. Ja, damit danke ich mich für Zusehen. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann erst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.